Hallo, mein Name ist Michael Hilbacher, ich bin der Vorsitzende der Piratenfraktion im Landtag des Saarlandes und ich möchte euch heute mal kurz erklären, was wir mit unserem Antrag Smart-Ziele für die Landespolitik erreichen wollten, die wir ins letzte Plenum eingebracht haben. Uns geht es darum, Politik nachvollziehbarer machen, Politik für die Bürgerinnen und Bürger draußen verständlich zu machen. Und deshalb haben wir uns überlegt, welche Möglichkeiten haben wir denn in der freien Wirtschaft, welche Möglichkeiten setzt man dort ein, um abstrakte Ziele verständlich und messbar zu machen. Und da sind wir auf die sogenannte SMART-Methode gekommen. SMART, S-M-A-R-T. SMART ist eine Art, wie ich Ziele definiere. Das S steht dabei für spezifisch. Das heißt, ein Ziel muss spezifisch formuliert sein. Es reicht nicht, dass man sagt, man will irgendwas, sondern man muss tatsächlich ein spezifisches Ziel sagen. Ich möchte etwas Bestimmtes erreichen. Und zwar soll dieses Etwas auch noch messbar sein. Also ein nicht messbares Ziel ist, ich möchte mehr Wohnraum für Studenten. Ein messbares Ziel ist, bis zum Jahr 2020 möchte ich erreichen, dass für Studenten 5% mehr Wohnraum zur Verfügung steht. Ein Ziel muss aber auch akzeptiert sein. Das heißt, die sogenannten Stakeholder in einem Projekt, also alle, die mit der Umsetzung eines solchen Projekts was zu tun haben, die müssen dieses Ziel akzeptieren. Sowohl die Handelnden, also die aktiv das Ziel umsetzen, als auch diejenigen, die von dem Ziel betroffen sind. Man muss Akzeptanz schaffen. Das funktioniert in erster Linie über Kommunikation. Ein Ziel muss aber auch realistisch sein. Es bringt zum Beispiel nichts, wenn ich sage, ich möchte einen Haushaltsausgleich für das Saarland bis im Jahr 2017. Das ist unrealistisch, das ist nicht zu schaffen, weil wir haben gewisse Kosten, von denen kommen wir so schnell nicht runter. Das sind Personalkosten, das sind Pensionskosten, die laufen auf jeden Fall weiter. Also ein realistisches Ziel wäre, ich möchte das Haushaltsdefizit bis zum Jahr 2020 verringern. Das ist ein realistisches Ziel. Und dann ein ganz wichtiger Punkt und was gerade in der Politik sehr oft fehlt, Ziele müssen terminiert sein. Das heißt, der Zeitpunkt muss festgelegt sein, zu dem dieses Ziel erreicht sein soll. Wenn ich nochmal zu dem Beispiel mit dem studentischen Wohnraum zurückkomme, eine Erhöhung des studentischen Wohnraums um 5% bis zum Jahr 2016, dann ist auch die Terminierung, eben das Jahr 2016, mit drin. Es ist ein spezifisches Ziel. Ich sage, ich möchte den studentischen Wohnraum um diese bestimmte Menge erhöhen. Und so komme ich dann zu einem SMART-Ziel. Nun haben wir für die letzte Plenarsitzung entsprechend diese SMART-Ziele eingebracht als Antrag. Wir haben gesagt, das ist so eine tolle Methode, uns mal auszuprobieren, können wir so Ziele näher an die Bürgerinnen und Bürger heranbringen. Ist das eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wenn wir Ziele so formulieren, wenn wir politische Ziele so formulieren, verstehen dann die Leute das besser? Und da haben wir gesagt, das ist einfach mal den Versuch wert. Und man kann das relativ einfach machen. Wir haben vorgeschlagen, macht ein Pilotprojekt. Jedes Ressort, das heißt jedes Ministerium, das es heute gibt, soll bitte 5 solche Ziele aus seinem Fundus an politischen Zielen herausgreifen und die nach SMART-Art definieren. Und die sollen zentral veröffentlicht werden auf saarland.de, also auf der Webseite des Saarlandes. Und dann soll jedes Jahr eine Expertenkommission, das sind also Leute aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft, beispielsweise Leute von der Uni, Leute von der IHK, aber auch engagierte, interessierte Bürger, sollen das einmal im Jahr dann betrachten. Und auch das ist relativ einfach, weil die meisten Ziele kann man anhand statistischer Daten, die der Staat ohnehin erhebt, überprüfen, sind die jetzt erreicht, sind sie nicht erreicht, was ist der Zielerreichungsgrad. Leider ist es jetzt so, dass der Antrag abgelehnt wurde. Gut, ist jetzt nicht sehr verwunderlich, wir sind eine Oppositionspartei, da neigt die Regierung ohnehin stark dazu, Anträge der Opposition einfach mal abzulehnen. Und um das Ganze noch ein bisschen schlimmer zu machen, war es jetzt auch noch eine Sache, die war noch nicht richtig verstanden. Also das hat man auch in der Debatte gemerkt, in der Plenarsitzung. Es ist dann schon so, dass da dann eher, ja, die Ministerien definieren ja bereits Ziele, wo ich dann sage, ja, es mag sein, dass die definieren, aber die werden nicht transparent nach außen gegeben. Also ich kann nirgends sehen, wo die definiert sind.
Dann gab es die Debatte, ja, das wäre ja eine Betriebswirtschaftung der Politik, was natürlich auch Quatsch ist, weil die Definition, also ich meine, wie man zu den Zielen hinkommt, das wird nach wie vor passieren über Aushandlungen, über Kompromisse, über einen Koalitionsvertrag. Da sollen die Ziele auch so bleiben, wie sie sind, in der prinzipiellen Übereinkunft, was man machen will. Aber wenn man in die operationelle Ebene geht, also wenn es in die Umsetzung geht, dann sagen wir einfach, es gibt überhaupt keinen Grund, die eben nicht smart zu definieren. Das wird nicht für alle Ziele funktionieren, versteht mich da nicht falsch. Aber ich glaube, es gibt genug Ziele, die man auf die Art und Weise definieren kann und damit halt einen echten Mehrwert schaffen. Für mehr Verständnis, für mehr Nachvollziehbarkeit für Politik und natürlich gegen Politikverdrossenheit, weil das ist ein Riesenproblem in unserem Land. Ich glaube, Landespolitik ist spannender, als so mancher denkt. Und wenn wir es schaffen, ein paar Leute abzuholen mit dieser Methode, dann wird da schon viel erreicht. Heute war jetzt im Ausschuss das Thema, also es wurde zwar abgelehnt, unser Antrag im Plenum, aber trotzdem hat sich die Regierung einverstanden erklärt, dass wir im Ausschuss uns mal über das Thema unterhalten, ein bisschen allgemeiner über das Thema, können unternehmerische Methoden in der politischen Sphäre eingesetzt werden, aber es ist im Grunde genommen das, worum es geht. Also es geht um die Nachvollziehbarkeit von Politik, vor allem bei der Zieldefinition. Und heute war jetzt die Ausschusssitzung, wo wir uns mit dem weiteren Verfahren beschäftigt haben und haben wir jetzt festgelegt, dass wir die Ministerien zuerst mal bitten, uns jetzt schon mal eine Aufstellung zu machen, wie sie im Moment Ziele definieren und wie sie im Moment Ziele dann auch verfolgen, also nachverfolgen, ob die erreicht werden. Und den nächsten Schritt machen wir dann eine Anhörung, wo wir die Meinung von Experten einholen wollen, an welcher Stelle man was verbessern kann, wo wir das System verbessern können. Und da ist es mir natürlich ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite die Praktiker haben aus der freien Wirtschaft, die wir anhören, die eben solche Methoden schon im wirtschaftlichen Kontext einsetzen, auf der anderen Seite aber natürlich auch Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft, also der euch da draußen quasi, um auch mal zu zeigen, ja, was sind eigentlich die Anforderungen an so eine politische Transparenz, an so eine transparente Zieldefinition. Und ich muss sagen, da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, das gibt eine richtig spannende Sache und es wird mir richtig gut gefallen, wenn auch von euch da viele mitmachen. Ich danke euch.